In diesem Video wird es um Hundebegegnungen gehen und die Schwierigkeiten, die man dabei hat. Allerdings mit einem Fokus, der so gesetzt ist, wie du es vielleicht nicht erwartest. Geht gleich los. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, Hundebegegnungen bringen unheimlich viel Spaß, ne? Ist immer so herrlich entspannt, oder? Man kommt an jedem immer richtig gut vorbei und man hat auch keine blöden Gedanken, wenn man halt noch nicht so ganz am Ziel ist mit dem völlig entspannten Hund neben sich und so. Nein, das Gegenteil ist der Fall, ne? Weil es kreisen die Gedanken immer eigentlich um das, was den anderen Hund an der Leine festhält, nämlich um den Menschen, der da noch mit unterwegs ist. Und darum geht es hier in diesem Video. Der Mensch ist halt tatsächlich wirklich ein, ja, besonderes Wesen, ein sehr besonderes Wesen. Man macht sich manchmal viel zu wenig Kopf und manchmal macht man sich viel zu viel Kopf. Beides führt dazu, dass man nicht in der Lage ist, eine Situation, die einfach nur eine klare Struktur braucht, eben vernünftig lösen zu können. Also sprich, wenn der Kopf nicht frei ist, dann kann man nicht so handeln, wie es eigentlich erforderlich ist, damit der Hund ruhig sein kann, ruhig im Sinne von entspannt. Wenn ich es nicht bin, kann es der Hund nicht sein. Das geht überhaupt gar nicht. Das schließt sich aus. Absolut unmöglich, ne? Deswegen ist es mir heute mal ein besonderes Vergnügen, mal so ein bisschen Situationen nachzustellen, wie sie der eine oder andere von euch mit Sicherheit schon mal gehabt hat. Weil ich denke, Lachen immer noch die beste Therapie ist. Und wenn man über sich selber lachen kann, ist das immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass man wirklich noch halbwegs klar im Kopf ist. Und wenn man dann das schafft, dass man über andere lächelt, ne, weil sie halt nicht so wichtig sind, dann kommt man mit Sicherheit seinem Ziel mit seinem eigenen Hund entspannt an der noch so ausrastenden Töle auch vorbeigehen zu können, ohne dass irgendwas von meinem Hund ausgehen wird. Und ja, das ist ja das, was sicherlich jeder anstrebt. Und was dabei im Weg steht, ist der blockierte Kopf, ne? Die blöde Birne da. Und das wollen wir uns jetzt mal zusammen angucken. Ich habe ein schönes Plätzchen ausgesucht. Da kann ich nämlich auch verschiedene Varianten noch zeigen, das, was eben auf dem Spaziergang möglich ist. Und meine Hanna ist mit dabei und dann werden wir jetzt mal starten mit der Praxis. So, sag's mir, ob's anders ist. Wenn man jetzt in eine Begegnung mit einem Mensch-Hund-Gespann reinkommt oder eben sogar auch einfach mit einem Menschen ohne Hund, das ist egal, man macht sich seine Gedanken. Wenn der andere Hund meinetwegen ordentlich am Kläffen ist oder irgendwie so, warum hat der Idiot seinen Hund nicht unter Kontrolle? Sonst wie was. Wenn man dann schon solche Gedanken hat wie, hoffentlich sagt er nicht Hallo. Das ist auch immer noch mit das Beste. Wenn der nicht Hallo gesagt hätte, wäre mein Hund überhaupt gar nicht nach vorne gegangen oder wie auch immer. Das sind immer die lustigsten Sachen. Also, für mich ist das der beste Beweis dafür, dass ich die Gedanken von mir als Hundebesitzer eben auch sehr stark mit den Gedanken des anderen Hundebesitzers beschäftigen, beziehungsweise mit dem Menschen, der mir entgegenkommt. Und daran kann man arbeiten. Das ist dann das, was unbedingt passieren muss, damit man sich nicht so peinlich berührt fühlt, so eigentlich wehrlos ausgeliefert sein, da dem anderen Menschen, was der mir jetzt gleich sagt und so. Diese ganzen Gedanken, die blockieren mich. Und sie sind in diesem Moment nicht bei mir. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man dem Ganzen begegnen kann, weil eigentlich geht es nur darum, sich selber so zu beschäftigen, dass man sich nicht mehr mit dem beschäftigt, was einen eigentlich überhaupt nichts angeht und was überhaupt nichts bringt, außer miese Gedanken, nämlich der andere Mensch. Das ist eigentlich das, ne? So, jetzt kommt Hanna raus und dann wollen wir mal gucken, da kannst du mit Sicherheit was für gebrauchen. Wenn du noch Probleme hast mit deinem Hund an der Leine, dass er dich halt, wo er hin möchte, auch hinterher schleift, dass er halt die Leine eigentlich ständig auf Zug hat und du da wirklich noch Bedarf hast. Ich habe da was für dich vorbereitet. Findest du unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Link. Da klickst du einfach drauf und dann wird dir geholfen. Versprochen.
So, komm mal her, du. Warte. Warte. So, komm mal raus, du. Sitzen. Warte. Oh, dafür brauche ich die Leine eigentlich nicht umgehängt, weil die darf ja jetzt tatsächlich Gassi gehen, ne? So, wo gehen wir dann jetzt hin? Keine Ahnung. Weißt du, was auch noch richtig cool ist, irgendwie, wenn man mit seinem Hund nicht mehr irgendwie nur über Kommandos kommuniziert, also in der Hoffnung, dass diese Kommandos dann irgendwie mal fruchten oder so, sondern für mich ist immer noch ein super Beweis dafür, dass man halbwegs locker ist, wenn man im ganzen Satz mit seinem Hund spricht. Also wenn man zum Beispiel, also da muss ich mich jetzt nicht für anstrengen, aber wenn ich jetzt nicht zu Hanna sage H-I-E-R, sondern Hanna, kommst mal her. Ich habe sie jetzt gefragt, oder? Nee, Quatsch. Ich habe einfach zu ihr was gesagt, was ich haben möchte und ich kriege, was ich wollte. Ne? So, was jetzt noch ist, wenn ich jetzt mit ihr gehe, ich gucke mich auch immer so ein bisschen um. Hier wird mir, das weiß ich, niemand begegnen. Also weil die mir begegnen könnten, sind in Urlaub. Ohne Scheiß. Ein anderer geht hier nicht spazieren, es sei denn, da wäre jetzt vorne ein Auto gestanden, dann wisst ihr. Also ich habe jetzt die totale Klarheit und ich kann locker sein, aber glaub mir, ich wäre es auch, egal wo ich aussteige mit meinem Hund, weil mich irgendwie nichts mehr schocken kann. Ne? So, komm mit, Mäuschen. So, jetzt drehe ich mich mal um und jetzt wird gleich mal der Uwe praktisch den anderen Menschen geben und ich zeige jetzt mal, was man machen kann. Hanna, komm mit. Was man machen kann, um eine Sache zu entschärfen. Ich mache das jetzt so, ich gebe mich nicht in diese Konfrontation rein, sondern ich beschäftige mich, mein Hirn, damit, dass ich meinen Hund aus dem Weg räume und mit ihm eine Platz-Bleib-Übung mache. Ich sehe jemanden kommen, bin jetzt vielleicht einfach noch nicht ganz so locker. So geht das, sich selber auch zu entspannen, weil man dann etwas zu tun hat. Wenn du etwas zu tun hast, dann funktionierst du und dann weißt du eben, was du zu tun hast, weißt du? So, Hanna, komm mal mit. Geh dahin. Platz. Bleib. Ich könnte sie jetzt natürlich auch ohne Platz bleib. Ohne, dass ich jetzt die Leine in der Hand behalte, da jetzt liegen lassen. Aber so, und jetzt kommt der Mensch dran vorbei, der fragt mich vielleicht, was machen Sie denn da? Ich sag, wir sind hier gerade am Trainieren, geh mal weiter. Weil was Sie dann sagen, ist egal. Ich bewege mich dann tatsächlich so, ich sehe immer noch den Uwe praktisch im Außenspiegel, hätte ich fast gesagt. Aber ich habe jetzt hier zu tun, dass mein Hund liegen bleibt im Platz und bewegt mich. Dann vergesse ich nämlich auch meine Schockstarre, weil da irgendwie was von vorne kommt. Und schon ist alles deutlich besser. Wenn du jetzt sagst, naja, das kann ja lustig werden mit meinem, der bleibt eh nicht liegen oder sonst sowas, dann ist dein klarer Auftrag von mir an dich, dass du das mit dem Hund übst. Und zwar, wenn niemand vorbeikommt, sondern der muss das wissen. Das mache ich nochmal vor. Hanna, komm. Was du dann von ihm willst. Könntest du ja auch eine Decke benutzen zum Üben. Hanna, dahin. Komm. Platz. Und ich gehe von ihr weg. Das ist, was ich tue. Hier ist der Weg. Ich packe meinen Hund aus dem Weg, im wahrsten Sinne des Wortes, und lass sie da bleiben. Ne? Nicht immer dran denken, in dieser Stresssituation irgendetwas anders machen zu müssen, weil das wird nichts, dann hast du ja immer noch Stress, sondern gib dir jetzt selber dann erstmal wirklich die Aufgabe, du bleibst. Mit deinem Hund zu üben, dass du den vom Weg runterschicken kannst und dass der dann da auch bleibt. Nächste Ablenkung wäre vielleicht irgendein Ball, irgendwie Leckerchen werfen, keine Ahnung, dass der Hund da recht verlässlich liegen bleibt. Nächste Situation wäre dann, wenn du jemanden kennst mit einem anderen Hund, dass ihr das wechselseitig übt. Einer legt seinen Hund hin, der andere geht fünfmal vorbei. Dann der nächste, dann dreht ihr das. Der nächste geht dann auch fünfmal vorbei, bis die Hunde sagen, kenne ich. Ne? Das wird so unterschätzt. Man denkt immer nur an die Erzfeinde. Aber dass man aus der Routine heraus einfach dann deutlich besser wird, da wird gar nicht drüber nachgedacht. Und deswegen dieses Video.
Hanna, komm hier. Geh mal an meine Seite. Weißt du, warum ich jetzt nicht Fuß gesagt habe? Wenn ich zu der Fuß sage, dann denkt ihr immer gleich an Juhu. Oh, hast was im Äuglein. Moment. Das ist auch so ein blöder Effekt dieser Jahreszeit. Die haben ständig irgendwas im Auge, was da nicht rein soll. Ich habe deswegen zu ihr nicht Fuß gesagt, weil einige Kommandos drehen den Hund auf. Wenn die das auch sonst gut ausführen und die denken dann an was Aufregendes, dann hast du den hochgedreht und das willst du ja nicht. Das habe ich zum Beispiel damit gemeint. Hanna, komm mal hier zu mir. Wenn ich im ganzen Satz mit dem Hund rede, kommt der Sinn besser rüber. Also es ist tatsächlich so. Kommandosprache ist ganz nett, ist was für einen Hundeplatz, keine Ahnung. Aber sagen wir mal, für einen normalen Spaziergang, wo es entspannt zugehen sollte, hilft das gar nicht. Ne? Vielleicht ist das sogar auch ein Hinweis, den der eine oder andere von euch gebrauchen kann. So, komm mit. Dann übe ich mit ihr. Hanna, bleib mal bei mir, ne? Platz. Ich bin jetzt in meiner eigenen Welt, ne? Ich habe tatsächlich wirklich, ich weiß, ich habe jetzt nichts anderes in der Birne als mich und meinen Hund. Hier. So ist fein. Ich versuche, alles, was ich vom Hund möchte, auch mit einer Geste zu unterstützen. Tatsächlich, damit die was zu sehen hat, ne? Weil in hektischen Situationen, das, weswegen du vielleicht jetzt das Video guckst, fällt einem das nicht mehr ein. Dann macht man nur noch so. Also, bisschen überzeichnet, gebe ich zu, vielleicht. Aber macht nichts, das ist so. Ich sehe das ja fast jeden Tag. Komm, Mäuschen. Das ist fein. So, komm mit. Geht uns nichts an, wer da ist, ne? Bleib bei mir. So ist gut. Prima. Sehr schön. Und jeder, der jetzt das Video schaut und dann sagt, ja, die Hanna, die macht ja auch gar nichts. Dann, dass die nichts macht, hat ja auch einen Grund, ne? Das ist ja gerade das. So, auch noch wieder eins, wo ich mich dann immer frage, lustig, wenn die Leute wissen, dass ihr Hund Menschen anspringt, warum gehen die dann so dem anderen so dicht auf die Pelle? Oder was ist auch noch, genau, wenn ich das eigentlich gar nicht möchte, aber der jetzt gleich im Begriff ist, angesprungen zu werden, kommt mir halt zu dicht. Das können wir ja mal tun, ne? Hey, wart mal, bleib mal kurz stehen. Ach komm, so pässig ist keiner, das gibt's ja gar nicht. Ich habe meinen nach hinten. Uwe, du übertreibst. Wenn ich sagen würde, halt! Nee, tut ja auch keiner, ne? Aber wenn ich so, ey, wart mal kurz, ne? Würde ich hinkriegen, dass der Typ wartet, weil wenn jemand unterwegs ist, in der Natur, einfach so, der hat ja gerade keinen Auftrag und der macht dann Sachen, wenn du dem das sagst. Das ist so. Wenn ich merke, mein Hund ist jetzt noch nicht so weit, dann halte ich das, was gerade zu schnell auf mich zukommt, für den Trainingszustand meines Hundes, mal kurz an. Wart mal kurz, ne? Komm, Hanna, geh auf Seite. Platz. So, jetzt kannst du durch. Ich guck, dass der liegen bleibt. Wir sind im Training. Siehst du, klappt noch nicht. Super. So, tschüss. Komm. Weil unhöflich zu sein oder so miese Laune zu haben, ist auch etwas, was einem dann voll im Weg steht. Das geht nicht, ne? So, warum sage ich jetzt, dass ich den Hund auf Seite packe, weil das tausendmal einfacher ist zu erreichen, weil ich das selber üben kann, ohne dass ich eine Ablenkung brauche und es dann wirklich eine schöne Überleitung ist zu dem, was ich eigentlich machen möchte, nämlich natürlich nicht irgendwie anhalten, bloß weil da irgendein Fregel da mir entgegenkommt, sondern mit meinem Hund vorbeigehen. So, nächste Situation, was auch oft eine Rolle spielt. Jetzt kommt da der Uwe entgegen. Ich weiß, Hanna mag Uwe. Uwe ist aber auf der für mich ungünstigen Seite. Der möchte nämlich jetzt da vorbeigehen, wo ich Hanna gewohnheitsmäßig führe. Das wird nicht so gut klappen. Also jetzt wird wahrscheinlich schon klappen, aber ich rede jetzt ja gerade vom Ernstfall. Ne? Du, magst du mal rübergehen da? Dann komme ich ja besser vorbei. Super, danke.
Ne? Das ist das, weswegen Menschen ihre Stimme haben. Ne? Nicht zum Rumschreien oder sonst irgendwas, sondern mit dem Reden macht man das Zeugs aus. Ne? Wenn man einen Plan hat und man sieht, so wenn ich jetzt gehen würde, ist das einfach schlecht. Ne? Warte mal kurz. Hanna, komm mal hier. Das müssen wir jetzt schicker machen hier. Komm mit. Krempel ich die kurz. Noch mal kurz. Du bleibst schon bei mir, ne? Hallo. Okay. Hallo. Moin. Gibt's doch nicht, dass man sich aufregt, dass einer freundlich zu einem ist. So, nebenbei. Hallo, Servus, egal aus welcher Moin oder was, aus welcher Gegend Deutschlands oder welcher Welt auch immer du kommst. Kannst auch vom Mars kommen, egal. Das ist ganz normal, dass man sich, zumindest auf dem Dorf ist das normal, dass man sich begrüßt, dass man einfach sagt, hallo, ich habe dich wahrgenommen. Das ist eine Form der Höflichkeit. Das sollte ich selber auch so machen. Ne? Und wenn mir das wichtig ist, dass ich zu jemandem Hallo sagen kann, dann kann ich das doch üben. Brauche ich bloß irgendwelche Komparsen. Und ich habe selber die Möglichkeit, mit meinem Hund das zu üben, dass der hat dieses Wort Hallo, Servus, Moin. Ne, dass er das kennt, das kann ich auch üben, ohne dass ich jemanden dabei habe. Ne? Hanna, komm mit. Hallo, Morgen. Moin. Ich darf doch keine Angst vor einer höflichen Begrüßungsfloskel haben. Also nimm die mit in deine Trainingseinheiten, was du mit dem Hund dann so übst. Und dann wird das alles tausendmal besser. Ne? So, die frisst schon Gras vor lauter Verlegenheit. So, jetzt mal zu den Sachen, die man dann so gesagt bekommt oder die man gefragt wird mit seinem Hund an der Leine. Ja, hallo, wie heißt du denn? Ja, ist ja süß. Wie heißt du denn? Ja, wie heißt du denn? Ja, ganz genau. Ja, wie alt ist er denn? Ist dieser Rüdi? Komm her. So, jetzt könnte man, also das ist jetzt nur für die jetzt vielleicht wirklich eigentlich voll cool schon sind, aber sich das vielleicht noch nicht getraut haben. Es entspannt so dermaßen, wenn man gar nicht wartet, bis der anfängt mit seiner Begrüßungslitanei und fragt, was der Hund so ist oder so, sondern wenn man es hinkriegt. Aber das ist wirklich lustig. Das bringt die Leute tatsächlich wirklich dazu, dass sie kein Wort mehr sagen. Soll ich mal versuchen? Ja, okay. Ja. Also bevor du anfängst, ich sehe das immer an den Gesichtsausdrücken der Leute so, wenn die das schon so gucken, weiß ich, die wollen jetzt gleich irgendwie was sagen. Ja, Hanna, hallo. Deutscher Wachtelhund, Hündin, geboren am 01.04.2018 und meine Kartoffeln gehen jetzt gleich über. Einfach nicht warten. Weil das wirklich so, gleich sagt er Hallo, gleich sagt er Hallo, gleich sagt er Hallo. Und man vergisst eigentlich wirklich, ja, seinen Hund vergisst man vergisst sich, man ist nur in den Gedanken bei dem anderen Menschen und das kann man ändern, indem man wirklich einfach irgendwas macht, was den anderen ablenkt, ne? Komm, komm. Komm. So. Na, alles klar? Freut mich, super, bis denn. Ja, das ist ein schöner Hund, oder? Ja, finde ich auch. Finde ich richtig gut. Aber ich muss jetzt los, den nochmal kämmen. Okay, schönen Tag noch. Was weiß denn ich, ne? Ist egal. Einfach nur ein bisschen, ohne dass man lügt. Weil was ich ganz doof finde, ist, wenn man jetzt sich genötigt fühlt, eigentlich nur durch die Gedanken, die man selber hat über einen Menschen, der mich überhaupt nichts angeht. Mein Hund hätte Flöhe, mein Hund würde beißen oder sonst irgendwas. Mein Hund beißt nicht und mein Hund hat auch keine Flöhe. Und ich wüsste nicht, warum ich wegen jemandem, der noch nicht mal ein Namensschild hat, da jetzt irgendwie lügen möchte. Nein, möchte ich nicht. Ne? Hanna, komm her. Der ist so unwichtig, der hat noch nicht mal ein Namensschild. Ganz genau. Hallo. Ja, Tag auch. Genau. So, Thema Menschen. Ne? So, was ist jetzt noch? Warte mal, hey du. Keine Blümchen essen hier. Was ist jetzt noch? Natürlich ist das noch ein Unterschied, wenn ich jetzt unterwegs bin und der andere Hund tobt und toleriert und sonst übers. Das ist jetzt schlecht vorzumachen, weil ich habe jetzt ja nur einen Hund und das ist mein eigener. Aber ich meine so die Situation, wenn ich jetzt sehe, dass jemand seinen Hund kaum halten kann, das ist jetzt auch dann nicht mehr lustig, sondern das kann wirklich richtig schief gehen, je nachdem, wie der so drauf ist. Also wenn du jemanden siehst, der da wirklich so dranhängt und nicht
also den Hund nicht bändigen kann, wo du vielleicht sogar dann schon Angstschweiß auf der Stirn siehst, weil der Mensch wirklich besorgt ist, dass er das Tier überhaupt halten kann, dann hilf diesem Menschen, indem du sagst, ich gehe woanders hin. Ne? Also ich gehe aus dem Weg, ja, und lass deinen Hund dann sich hinsetzen, mindestens oder zumindest anhalten, weil dann wird der andere Hund sich auch eher beruhigen und hilf diesem anderen Menschen, indem du halt nicht stur weitergehst, bloß weil du es kannst. Das ist auch so eine Sache, gegenseitige Rücksichtnahme. Ne? Wird, wenn überhaupt, nur noch klein geschrieben, aber das würde so enorm helfen, ne? Weil diese Person, die macht das ja auch nicht aus lauter Freude. Ne? Natürlich ist es auf dem anderen Blatt, dass jemand, der eigentlich körperlich nicht in der Lage ist, mental sowieso nicht körperlich nicht in der Lage ist, einen Hund zu halten, mit dem auch nicht in der Öffentlichkeit sein sollte. Mal ganz eindeutig. Und wenn es da irgendwelche Zweifel gäbe, ob der Hund verträglich ist, beziehungsweise ob der sich den nächsten Hund gleich schnappt und den tatsächlich verletzen möchte, gehört da zumindest ein Maulkorb dran. Ne? Das ist so eine Sache, das verstehe ich nicht. Ne? Weil immer nur, dass der es eigentlich besser weiß, immer Rücksicht nimmt, alles toleriert und so weiter. Ne? Mein Lieblingsthema zurzeit. Da ändert sich dann ja auch nichts. Die Leute, die müssen auch mal, Hanna, komm mal raus da. Hanna, hier. Die Leute, die etwas nicht optimal machen, etwas sogar so nicht optimal machen, dass ein anderer davon über kurz oder lang mit Sicherheit zu Schaden kommen wird, oder ein anderer Hund, ein anderes Tier, das gehört angesprochen. Du kannst doch nicht immer so tun, als wäre das jetzt alles so, naja, gerade nochmal gut gegangen. Nein, das darf nicht nochmal wieder passieren. Ne? Also in irgendeiner Form, wenn dieser Mensch bekannt ist, den wirklich fragen, ob er eigentlich da noch ganz klar ist, ne? Dass der so etwas riskiert. Das ist jetzt auch nochmal, merkst du, ne? Ist jetzt dann auch nicht wirklich lustig. So, etwas, was nicht mehr ganz so schlimm ist, aber was einen auch das Leben ein bisschen schwer machen kann, das sind die Flexileinen-Liebhaber, die einem mit dem Hund entgegenkommen. Und du siehst schon, er fummelt da schon an dem Bremsknopf rum. Ne? Also der hat vielleicht noch, dürfen sie mal zusammenschnuffeln und dann pump, geben sie den Hund frei und der surrt da jetzt mit 8 Meter Platz auf mich drauf zu. Wenn du sowas siehst, nicht aufregen, dass er das macht oder dass er das überhaupt vorhat oder wie kann man nur oder was ich denken, sondern du, nimm mal bitte deinen Knopf da, nimm mal deinen Finger da vom Knopf, ne? Also du weißt schon, was ich meine, verhindere, dass er einen Fehler begeht, ne? Das ist die einzige Chance, die du hast und dann wieder, kann ruhig buddeln, und dann wieder, du wartest jetzt da, du musst etwas beschließen, weil wenn du dabei bist, Sachen dann, also Dinge in einer Situation zu klären, komm mal her, dann hast du es unter Kontrolle, dann ist dir auch egal, was der andere jetzt davon hält oder denkt oder was weiß ich, und dann läuft die Sache. Ne? Höflichkeit nicht vergessen, aber deutlich musst du sein, also weil zu viel Bitte ist tatsächlich irgendwie, klappt nicht. Ne? Die hören dann nicht ordentlich zu. Wenn ein Polizist möchte, dass du anhältst, wird er nicht mehr sagen, bitte, wenn es wirklich brisant ist. Ich meine, Polizist erwähne ich deswegen, weil es einfach eine Autoritätsperson ist in dem Moment, wenn er die Uniform trägt, ist nun mal so. Und so muss man sich dann auch verhalten. Ansonsten ist es nur immer wieder, dass du dann zu Hause ankommst und wieder erzählst, wie scheiße der Spaziergang war, weil dies, das, jenes ist passiert. Die anderen haben das und das gemacht. Dann ist immer meine Frage, ja, warum hast du nicht dann versucht, diese Verhaltenskette, die fast schon wirklich wie im Drehbuch steht, zu unterbrechen. Das ist die einzige Chance. Und das wird dir auch richtig helfen. Ich hoffe, dass da für dich so ein paar Sachen dabei sind, wo du jetzt vielleicht wirklich immer noch in so einer Hätte-Hätte-Fahrradkette, Denkspirale dann gefangen warst, damit du da rausfindest. Da ist nämlich ein Weg. Das ist einfach dann dein Weg. Und den musst du gestalten. Ne? Jeder ist seines Glückes Schmied oder was weiß ich, wie sagt man das doch so schön? Das stimmt. Gewisse Sachen muss man tatsächlich dann entscheiden und dann wirst du merken, dann fühlst du dich auch gleich viel, viel besser. Ne? Gewisse Sachen kann man tatsächlich üben, so wie die erste Sache, was ich mit Hanna vorgemacht habe. Das wird auch dir gelingen, mit Sicherheit. Und dann läuft die Sache. Ne? Aber nicht beschweren über das, was die anderen immer alle falsch machen. Wenn ich da mit dazugehöre,
dann kann sich da nie irgendwie was ändern. Also unterbricht diese unsägliche Kette von Verhaltensabfolgen, die so festgefahren sind. Und dann wirst du auch merken, dann das fühlt sich einfach besser an. Und dann kommst du nach Hause und dann sagst du, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir den einfach nackt vorgestellt und dann musste ich lachen. Und dann ging das, weil Lachen ist das Beste. Ne? Und Lächeln auf den Lippen zu haben und nicht so, ich lächle, sondern echt so, das amüsiert mich jetzt gerade, du Wicht. Dann kommst du an allem vorbei, ohne dass dein Hund sich aufführt. Also versprochen, ne? Ausprobieren, Spaß haben mit dem Hund zusammen. Ne? Lass dir nicht die Laune verderben von Menschen, die dich gar nichts angehen. Ne? Alles Gute, deine Steffi. Wenn du noch Probleme hast mit deinem Hund an der Leine, dass er dich halt, wo er hin möchte, auch hinterher schleift, dass er halt die Leine eigentlich ständig auf Zug hat und du da wirklich noch Bedarf hast, ich habe da was für dich vorbereitet, findest du unten in der Videobeschreibung, da ist ein Link, da klickst du einfach drauf und dann wird dir geholfen. Versprochen.